Hey Unioner, oder daheimgebliebene besser gesagt. Heute werden wir mal ein bisschen versuchen zu kochen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die meisten, wenn sie nicht rausgehen dürfen. Sie müssen kochen. Das Problem haben unsere Jungs ja genauso. Eben hier zum Teil Essen im Stadion bekommen. Und auf einmal stehst du vor der Problematik, ich muss was essen. Und vor dem Essen steht immer die Zubereitung. Wir haben heute versucht, ein bisschen was zusammenzustellen. Deshalb heute eine Gemüsepfanne. Alles in Bio-Qualität. Wir machen Reis dazu, weil Reis ist naturbelassen. Heißt, es ist wieder einfacher für den Körper zu verdauen. Gut, fangen wir mal an. Dann werde ich entsprechend erstmal den Reis vorbereiten. Was gar nicht schwer ist, weil es erstmal nur Wasser zum Kochen bringt. So, nach dem Putzen kommt das Schneiden. Brokkoli nehme ich nur die Röschen, um die dann mit in die Pfanne zu hauen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit Gemüse anbraten. Versuchen mal so ein Olivenöl immer zu nehmen. Im Reis müssen wir aufpassen, dass er nicht überkocht. Soll nur auf kleiner Flamme weiter köcheln. Ich würde jetzt separiert natürlich anfangen anzubraten. Ich glaube, Öl ist soweit heiß, dass wir zumindest Gemüse schon mal reinhauen können. Ich nehme ganz gern Ingwer immer noch her. Zum Würzen kann man schon mal überall gerne mit dranhauen. Einfach um die gesunden Stoffe, die da drin sind, noch mit zu nutzen. Wenn man es ein bisschen mit anbrät, wir hauen das nächste Gemüse mit rein. Vermengen das weiter, halten es auf geringerer Flamme, dass nicht die ganzen Vitamine einfach rausschießen. Ich glaube, jetzt würde ich langsam alles zusammenführen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, halt mit einer Kokosmilch und Brühe die Soße hinzubekommen, dann die Kokosmilch, auch da ein bisschen vorsichtig, vielleicht muss nicht gleich alles rein, vermengt es erstmal, um zu gucken, wie schaut es am Ende aus und es muss ja auch noch ein bisschen einköcheln. Jetzt geht es natürlich ans Würzen, weil jetzt kommt noch ein bisschen Geschmack. Klar, Salz gehört immer irgendwo mit rein, Pfeffer natürlich auch. Pfeffer hat den Vorteil, es löst Vitamine aus dem Gemüse. Ich habe schon Ingwer drin, für mich auch noch Kurkuma, genauso so ein Zaubergewürz. Nenne ich es mal, eine leichte Schärfe, mag nicht jeder vom Geschmack, hat aber eine hohe Kraft, wenn es darum geht, gesund zu bleiben, gesund zu werden. Und weil ich sowieso Curry-Liebhaber bin und ich den Geschmack auch sehr liebe, mache ich natürlich auch gerade an Kokosmilch gern noch Curry ran, weil es überragend lecker schmeckt. Für mich zumindest. So, und eigentlich ist die Gemüsepfanne schon so gut wie fertig. Ich würde es noch kurz aufkochen lassen. Und noch ein bisschen durchziehen, dann können wir schon ins Essen gehen. Hey, wer deckt denn jetzt den Tisch? Ja, Schlotti, wenn ich so in die Pfanne schaue, die ist leer. Ihr habt zumindest aufgegessen. Hat es denn auch geschmeckt? Hat sehr gut geschmeckt, Martin. Ich glaube, die Jungs waren sehr zufrieden mit dir. Es hat sehr gemundet. Ich glaube, das muss er jetzt sagen, weil irgendwann bin ich auch wieder sein Trainer. Aber ich nehme das mal jetzt für bare Münze. Ich habe ja noch Süßkartoffel-Brownies gemacht, versucht ein bisschen gesund zu backen, weil nur Zucker kannst du ja auch nicht an Zeit essen. Dann siehst du irgendwann aus wie eine Litfaßsäule. Wie waren die denn so? Die haben auch sehr gut geschmeckt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so Hunger, dass ich vor dem Curry sogar schon probiert habe. Und ja, also muss ich echt ein Lob aussprechen, Martin. Sehr, sehr gut gemacht. Danke, das ist sehr schön. Und ich denke, man kann mit einfachen Mitteln gesund kochen, ohne dass man gleich irgendwie eine Kochausbildung oder sonst irgendwas braucht. Von daher viel Spaß beim Nachkochen, Unioner. Haut rein, lasst es euch schmecken und bleibt gesund. Bis dann, ciao.